Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Leute, ich bin richtig ausgerüstet heute. Also wir fahren jetzt zu unserer neuen Wohnung und wir müssen erstmal den Boden putzen, weil wir, wie ihr mitbekommen habt, das letzte Mal gestrichen haben. Da ist einfach voll viel Farbe jetzt auf unserem Parkett drauf, deswegen putzen ist angesagt. Und in der Zeit, wo wir zu unserer Wohnung fahren, könnt ihr ja mal sehen, wie Tunjai unsere Couch nach Hause gebracht hat, zu uns nach Hause. Ich hatte Verstärkung. Genau. Also Tunjai ist netter und lustiger Freund. Mein geiler Gangsterfreund Tambe war da. Ja, und er hat ihm geholfen, die Couch zu schleppen. Also schaut es euch aber an. Ah, bevor wir losfahren, Leute, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls ihr mehr solcher Wohnungsblogs sehen wollt. Dann würden wir sehr, sehr gerne weitermachen. Und ich habe ihm vergessen zu erwähnen, dass unsere Couch einfach Hammer ist. Wir haben zwar lange gesucht, aber sie ist Hammer. So, wir gehen jetzt unsere Couch abholen. Ja, Mann. Und ich habe Verstärkung hier, Tambe. Stell dich mal vor, wer bist du? Servus, ich bin Tambe. Wie alt bist du nochmal? 26. Mein Vater ist mein Chef und ich muss dir kurz helfen und so weiter. Wir sind jetzt im XXXL Lutz. Wir müssen die Couch selber runterbringen, selber einpacken, verlieren. Macht Spaß, oder? Ja, es geht normalerweise. Hätte der Mitarbeiter noch runterbringen, dann hätten wir ein Dings im Lager abholen. Ja, normal muss man im Lager abholen, aber. Ja, schon. Hier läuft ein bisschen anders, glaube ich. Der Wagen kommt schon. Folie kriegt er gleich, gell? Alles klar. Nicht schlecht. Aber ich dachte, ich komme zu irgendeinem Mitarbeiter oder Kollege. Normalerweise in jeder Betrieb bei IKEA, die bringen bis zum Dingslager. Und dann holst du deine Ware dort ab. Und dann passt. Aber das ist daran abgefahren. Ja. Wir warten immer noch auf die Folie. Überleg mal, wie diese Halle so riesig ist. Weißt du, wie viele Familien da reinpassen können? Dass die hier leben? Ja, überleg mal. Ja. Hälfte Afrika. Die ganze Familie aus Afrika. Sollen wir alle herholen? Normalerweise die hätten einen Kollegen schicken. Egal, wir machen das schon. Hier haben wir die Folie. Jetzt müssen wir die Couch einwickeln und einpacken. Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Hast du schon mal gemacht? Nein. Ich auch noch nicht. Egal, wir kriegen das hin. So, wir haben das erste Teil eingepackt. So, Leute, jetzt nur noch aufladen. Wir haben es geschafft. Genau, endlich mach Feierabend. So, nach Hause gehen, ausruhen, Kaffee trinken. Kannst du tanzen? Ja. Kannst du türkisch tanzen? Ah ja. Wenn du auf unsere Hochzeit kommst, dann musst du auch tanzen. Okay. Wir tanzen gleich. Wir machen türkisch Tanz, Vorbereitung auf die Hochzeit. Wir gucken, ob Tambe tanzen kann. Warte. So. Und dann machst du. Kolbast war ein bisschen zu schwer für uns. Wir machen jetzt Halay, weil Halay ist auf jeder Hochzeit, auf jeder türkischen Hochzeit. Halay ist mindestens eine Stunde dabei. Genau. Ja, genau, du hast richtig gut getanzt. Dankeschön. Aber Kolbast musst du noch lernen. Ja. Aber das kann nicht jeder, das kann ich auch nicht wirklich. Wenn du jetzt nach Hause gehst, weißt du, was zu tun ist. Nein. Andi, was geht? Was geht bei dir, Tunjai? Alles gut. Ja, selbo. Meine alten Arbeitskollegen. Geht's dir gut? Ja, selbo. Alles okay. Wohin fahren? Nach Hause jetzt. Wohin wohnen? Zu Hause. Wo? Zu Hause, na gut. Kommst du auf meine Hochzeit? Ja. Kannst du tanzen? Ich mach Portenführung. Was machst du? Portenführung. Kannst du tanzen? Ja. Komm, zeig mir. Ey, Schickli. Murat, halt mal. Ey, Schickli. Warte. Du musst mich und Andi filmen. Warum? Murat, back. Und dann? Halay.
Andi, du bist der Beste, Mann! So, alles erledigt. Die Couch ist in der Wohnung. War richtig anstrengend auf jeden Fall heute. Aber am Schluss noch mal ein bisschen getanzt. Noch mal ein bisschen Spaß gehabt. Nicht nur arbeiten, man muss auch Spaß haben. So, wir sind jetzt zu Hause und ich sehe das erste Mal die Couch in unserer Wohnung. Ah, und zuerst, wie fand ihr Tunjais Video? Meint ihr, er soll öfter mal so vloggen? Wow. Leute, als ich in Bielefeld war, habe ich Tunjai meine Vlogkamera einfach da gelassen, damit er einfach weiter vloggen kann. Wow! Wow. Ich sehe jetzt die Couch. Oh, die ist so schön. Oh, no. Also unsere Couch liegt genau hier. Die Farbe ist auf jeden Fall hell. Gut, das war mein Konzert. Auf jeden Fall, ihr habt ja gesehen, dass die Couch hell ist. Wir wollten erstmal keine helle Couch haben, aber ich habe mich irgendwie so heftig in die Couch verliebt. Deswegen dachte ich mal, komm, lass es mal machen. Die Couch ist noch eingepackt, deswegen zeige ich euch sie später, nachdem wir hier so ein bisschen geputzt haben. Ich möchte die ganze Zeit gesagt, ich zeige euch später. Die müssen die ganze Zeit schon warten. Ja, was soll ich machen? Wir sind nicht fertig. Wie fand die Tante? Ja, wie fand die Tante als Freund? Mein Freund. Der kann richtig gut tanzen. Also, aber hallo. Schatz, wie alt sind die? Das haben wir schon, seitdem wir hier arbeiten. Also man sieht halt ein bisschen die Couch, aber wir müssen hier noch ein bisschen putzen. Gut machst du das. Ja, guck, diese einzelnen Stellen. Zum Beispiel hier, die muss man richtig so. Leute, das ist viel anstrengender, als wir dachten. Also wir müssen nicht einfach den Boden wischen, sondern die ganzen Farben da rauskratzen. Und wir haben auch noch unsere Couch hier liegen, deswegen müssen wir das hin und her schieben die ganze Zeit. Leute, seht ihr diese Farbkleckse? Die gehen so schwer raus einfach. Meine Arme tun schon richtig weh. Wir sind mit den Nerven am Ende. Aber wir haben es geschafft. Ich glaube, ich habe noch nie so viel geputzt in meinem Leben. Wir wollen jetzt die Couch zusammenbasteln. Halt, Kack! Effendim, eigentlich müsstest du so machen, dass ich sogar einfach hier chille und du mich hier rumschiebst. Komm schon. Halt, Kack! Was? Ich dachte, ich darf jetzt chillen und du machst hier alles. Leute, seht ihr das? Ich komme extra aus Bielefeld wegen. Er will einfach, dass ich hier schwere Couch schleppe. Sag bitte. Bitte stehst du jetzt auf, aber sofort. Nein. Soll ich das Penthouse hier einblenden? Oder nie Penthouse hier. Zu sein.
Ja, ich trage einen Rolex am Arm. Habe lange meine Kohle gespart. Habe jede Menge Drogen verpackt. Wie hat dieser Kerl das gekauft? Woher diese Uhr, diese Frau? Ich kann kosten, ich kann kosten. Spart für Winter bis zur Rente. Penthouse. Ich wache morgens auf, schau raus aus meinem Penthouse. Sie klettern zu mir rauf, sie wollen in mein Penthouse. Dafür gebe ich im Monat so viel Geld aus. Für dieses Penthouse. Ich kann den Himmel berühren von meinem Penthouse. Ich glaub, ich kann fliegen auf meinem Penthouse. Million, 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 million. Also ich weiß nicht, ob ihr euch an den Vlog erinnert, wo wir gesagt haben, also wir genau auf dieser Couch draus saßen und gesagt haben, ich glaube, diese Couch wird es nicht sein, weil sie hell ist, wie man sie auch sehen kann. Also voll viele würden es auch nicht bevorzugen. Aber ich sage mir so ganz ehrlich, ich nehme es einfach in Kauf. Ich will es auch putzen, weil ich finde die Couch einfach richtig, richtig schön und ist mega bequem. Hat auch ein paar Funktionen. Das ist halt auch das Doofe, wenn man sich hier hinsetzen möchte, das geht so voll in die Breite. Also ich zeige euch das mal ganz kurz. Wenn man sich hinsetzt, dann sitzt man halt so. Das ist ja doof. Das wollen wir nicht. Und deswegen kann man das hier ganz leicht nach vorne machen und schon könnt ihr euch ganz normal hinsetzen. Ja, also wir haben sehr, sehr lange nach einer Couch gesucht. Wir waren in so vielen verschiedenen Läden, Möbelhallen und sonst was. Letztendlich haben wir uns für diese Couch entschieden. Also viele Grüße an Gazi, der bei XXXL uns arbeitet. Er hat uns hierbei geholfen. Ich weiß nicht, für die Couch. Also ich weiß, dass es noch häufig werden sagen, warum hast du die helle Couch geholt oder sonst was, aber ich finde sie wunderschön. Man kann sie auch hier hinlegen, auch zu zweit, und der Fernseher wird dann direkt da vorne sein. Hier kommt der Fernseher hin. Ich bin immer noch Fan Beamer. Nein, wir holen uns kein Beamer. Ja, das ist meine Ecke, weil ich so lang bin. Ja, bei mir reicht auch diese Ecke. Scheiße, wenn wir uns immer so weit... auseinandersitzen. Wir liegen jetzt immer so. Nein! Hier so habe ich mir die Ehe nicht vorgestellt. Hier kommen Chips, da Popcorn. Auf dieser hellen Couch kostet bestimmt nicht. Wir machen wir Ding so Tischdecke drüber. Tischdecke? Und die Couch ist richtig bequem. So Leute, da die Couch jetzt auch da ist, dachten wir uns, dass wir den Hängesessel auch noch hierher schleppen. Das war echt schwer, dieses Ding durch unsere Türe so reinzubekommen. So sieht das bis jetzt aus. Schaut, das sieht so schön aus. Das Geile ist, hier ist direkt eine Steckdose. Wenn man hier chillt, ist alles perfekt. Ist das die richtige Seite? So. Und hier ist jetzt auch unsere Sitzbank. Ja, das war Magie. Magisch, magisch. Das ist so magisch. Aber das ist gut. Anscheinend! Ja, ich... Man sieht aber jeden Scheiß auf dieser Couch. Ich ziehe mir auf den Stuhl, sieht einfach.
Boah, ich liebe diese Couch. Und später kommt, also unser Esstisch ist auch noch da. Später kommt unser Esstisch noch dahin. Teppich wird auch noch da sein, Couchtisch. Also das ist natürlich alles fertig. Aber langsam aber sicher. So, meine Lieben, ich würde sagen, wir beenden hier mit dem Vlog. Also wir haben heute richtig geschuftet. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also ich bin so auf eure Meinung gespannt, ehrlich. Also schreibt es gerne in die Kommentare. What you doing? Ich muss mal wieder zum Friseur, Max, ne? Ja. Such a bug. Wie gesagt, falls ihr mehr solcher Videos wollt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. So, Leute, aber wie ihr wisst, gibt es immer am Ende unseres Videos ein Shoutout an diejenigen, die die Glocke bei uns aktiviert haben. Und das macht immer der liebe Herr hier. Also, ich brauche zwei Personen, die es verdient haben, ein Shoutout zu bekommen. Ein riesengroßes Dankeschön an Ayşe Koçak. Dankeschön. Sie schreibt, wollte Nacht durchmachen, mir war so langweilig und jetzt sehe ich dein Video. Nacht gerettet, gib mal was ab von dem Kuchen. Oh, wie süß, danke. Und sie hat das letzte Video erst um 10.30 Uhr hochgeladen. Das letzte Video war sehr, sehr spät online. Geh so runter, 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 runter. Also die nächste Glocke wird jetzt hier noch genannt. Hier. Yeah. Das ist die Beyza Hacan. Hi Ebru und Tunca, ich liebe eure Videos, ihr seid die Besten und ich wünsche euch noch viel Glück in eurer Zukunft. Okay. Herzring, Taube, Türkisch Flag und dann Finger, und du liest auch alles. Und dann Finger in die Frau rein mit dem Herz zusammen. Keine Ahnung, gib dir noch ein Like. Oh. Danke vielmals, Leute. Habe ich den Namen vorgelesen? Ja. Dankeschön, Beyza. Dankeschön, Beyza. Also danke vielmals für euren Support. Also das bedeutet uns immer wirklich sehr, sehr viel und wir freuen uns auch, wenn die Videos bei euch auch richtig gut ankommen. Ja, ansonsten würde ich sagen, den letzten Vlog findet ihr hier. Genau. Und als nächstes seht ihr dann, wie wir unser Bett aufbauen. Ja, genau. So, ich würde dann sagen, danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Nee.